Heute zeige ich euch, wie ihr 100.000 Euro in einer Stunde verdienen könnt. Dazu müsst ihr einfach auf einen leeren Notruf Hamburg Server joinen. Das könnt ihr machen, indem ihr hier auf die Notruf Hamburg Seite geht. Ihr scrollt hier runter und wählt hier das zweite aus. Dann refresht ihr einmal und dann könnt ihr auf den leersten Notruf Hamburg Server joinen, den ihr findet. Oder ihr geht auf einen Private Server, falls ihr auf einem Private Server freigeschaltet seid oder einen habt. Zum Beispiel hier Meister Erwin, Faust oder aber auch ganz viele Leute haben hier den Server freigeschaltet. Ich habe aber auch hier selber einen. Da join ich rein. Dann bin ich hier auf meinem Private Server und das erste, was ihr machen wollt zur Vorbereitung, um 100.000 Euro in einer Stunde zu verdienen, ist zum Toolshop zu fahren. Und bei dem Toolshop müsst ihr euch hier dann die Leiter kaufen. Ich habe sie jetzt schon, die ist ganz wichtig. Dann als nächste Vorbereitung müsst ihr auf die Minimap gucken, wo ist ein Dealer. Da klickt ihr hin und dann könnt ihr da hinfahren. Wenn ihr nicht wisst, wo die ganzen Dealer in Notruf Hamburg sind, kann ich dazu auch gerne nochmal ein Video machen. Also gerne den Kanal abonnieren und es in die Kommentare schreiben, falls ich das mal machen soll. Grüße gehen raus übrigens an NeoPlays. Ich habe mich ein bisschen bei dem Video daran orientiert. Ihr müsst beim Dealer euch jetzt hier eine Glock kaufen. Die ist sehr günstig, kann ich euch empfehlen. Wenn ihr auf öffentlichen Servern seid, ich bin jetzt hier auf dem Private Server, deswegen brauche ich die nicht, verkaufe ich die. Ich brauche keine G36, die verkaufe ich. Und hier müsst ihr euch jetzt eine Bombe kaufen. Die ist ganz wichtig, dass ihr die habt. Einmal kaufen. Und da ich auf dem Private Server bin, weiß ich, ich kann mir die auch direkt nochmal zweimal mehr kaufen. Weil ich werde gleich noch den Container ausrauben. Aber erstmal gehen wir zur Bank mit einer Bombe. Und bei einer Bank ist sehr wichtig, dass ihr euch hier an diesem Ausgang hinstellt, Freunde. Ihr könnt nämlich, wenn ihr hier seid, ich mache mal den Kameramodus an. Seht ihr, hier ist die Bank. Da könnt ihr hin und hier kommt ihr ja raus. Freunde, die meisten Polizisten, die stehen hier vorne. Die stehen hier in diesem Gebiet, stehen die. Manche sind auch so schlau, dass sie da vorne zu dieser Stelle hinfahren. Aber ich sag's euch, wenn ihr hier vorne steht, einfach hier lang läuft, dann merken die das eigentlich nie. Weil eigentlich macht das irgendwie keiner. Ich weiß auch nicht warum. Alle fahren immer da hinten hin. Vielleicht, weil da manchmal ein Dealer steht. Aber hier vorne geht eigentlich nie jemand hin. Also, ihr fahrt zur Bank, stellt euch nicht hier vorne hin, sondern da hinten. Dann steigt ihr hier aus. Den letzten Weg müsst ihr laufen. Es lohnt sich auch, hier mal einen Energy zu trinken. Also, dann könnt ihr schneller reinlaufen und die Polizisten erwischen euch hier halt nicht, ne? Wenn die euch hier unterwegs sehen. Jetzt lauft ihr rein, ab zum Tresor und dann könnt ihr hier eine Bombe platzieren. Er leuchtet grün. Bombe platzieren, schnell rein. Und jetzt ganz wichtig, ihr geht rein und als allererstes, was ihr macht, ihr kloppt als erstes, als allererstes hier diese Tür auf. Dann nehmt ihr eure Leiter und platziert die hier hin. Das geht auf dem Private Server, kann man sich da auch Zeit lassen. Auf einem öffentlichen Server müsst ihr das direkt machen. Auf dem öffentlichen Server müsst ihr auch direkt mit dem Gold anfangen und nicht das Geld ausrauben, weil Gold bringt viel mehr als so ein bisschen Geld. Also immer die Goldbarren mitnehmen und immer wenn ihr ausraubt, am besten so die Kamera halten, dass ihr zur Tür schauen könnt. Und ihr müsst immer ganz genau zuhören, dass ihr hört, ob da jetzt jemand gerade herläuft, weil das hört man hier. Und dann könnt ihr das alles ausrauben, easy peasy. So, ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt schon ausgeraubt habe. Ich habe vorher schon 4000 Zicker gehabt. Das heißt, ich habe jetzt 8000 Euro easy peasy ausgeraubt und ich habe noch 4 Goldbarren. So, jetzt geht ihr nach oben und wenn ihr hier oben seid, dann müsst ihr direkt flüchten. Wenn da unten noch Cops gerade hochkommt, könnt ihr die von hier oben einfach abknallen. Aber ihr geht jetzt hier raus und lauft jetzt hier hinten hin. Ihr müsst bei der Leiter aufpassen, dass ihr, wenn ihr da runterspringt, dann kriegt ihr Schaden. Deswegen empfehle ich euch, über das Klettergerüst so ein bisschen abzuhauen. Das ist auf jeden Fall mein way to go. Einfach so runter und dann kannst du hier einfach raus und ups, jetzt habe ich nur ein ganz bisschen Schaden bekommen. Jetzt könnt ihr lang rennen, easy peasy und ich bin jetzt ein bisschen hin und her gerannt. Aber sonst könnt ihr ohne Probleme ganz schnell, viel schneller finde ich, seid ihr bei eurem Auto als normal. Und jetzt könnt ihr direkt abhauen, die Polizei steht hier, alles rennt rein und so und ihr seid schon längst über alle Berge. Das ist der erste Play, den ihr machen werdet. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr hier direkt rechts abbiegen. Ab zu Gas and Go, Freunde. Die Polizei ist ja noch bei der ganzen Bank und ist ja beschäftigt, bla bla. Die müssen erstmal klarkommen. Ihr rennt hier rein und jetzt müsst ihr hier auf die Bank schlagen.
ganz vorsichtig aufpassen, immer aufhauen. Und ihr müsst drauf aufpassen, immer Richtung Ausgang gucken, Freunde. Das ist ganz wichtig. Selbst wenn ihr hier so steht, nee, lieber ewig gucken, dass man ja immer zum Ausgang guckt. Aber auch darauf achten, dass ihr das Geld auch noch einsammelt. Weil wenn man hier einsammelt und ich guck jetzt weg, dann sammelt man es nicht mehr ein. Deswegen immer so spielen, dass man irgendwie noch beides gleichzeitig macht. Also Geld einsammeln, so zum Beispiel sehr gut. Man sieht schön, ob da ein Auto kommt oder halt nicht. Und das letzte sammeln wir auch noch ein und dann geht's weiter. Freunde, so macht ihr das. Erst Bank, dann Gas and Go. Und als nächstes fahren wir zum Juwelier. Wir können hier links abbiegen. So, dann haben die Leute auf einmal vielleicht bei der Bank gecheckt. Okay, Bank ist jetzt schlimm. Dann ab zur Gas and Go, Freunde. Und ab von der Gas and Go, da wart ihr ja schon fertig. Direkt zum Juwelier. Immer darauf achten, dass ihr auch abhauen könnt. Auto irgendwie so hinstellen, dass ihr auch abhauen könnt. Und Freunde, was soll ich sagen? Hier ist natürlich jetzt ein Fest für mich. Diamanten sind hier leider nicht, weil es ein öffentlicher Server. Aber ich kann jetzt hier alles ausrauben und mitnehmen. Let's go. Easy. Und da sind immer zwei Sachen drin. Sehr schön. Das nehmen wir auch mit. Hier müsst ihr euch immer ein bisschen beeilen und auch schauen auf die Ausgänge, ob einer kommt oder nicht, damit ihr abhauen könnt. Und wir gucken, da vorne sind noch ein bisschen Juwelier, ist hier noch. Hier können wir auch Energy trinken, weil das geht dann schneller einfach. Der Energy kostet zwar ein bisschen was, aber so ist auf jeden Fall auch fit. So, dann können wir hier wieder eine Sache mitnehmen oder nehmen direkt die zweite. Sehr schön. Und hier, was nehmen wir mit? Guck mal, und jetzt ist der Alarm schon ausgegangen. Easy. Und jetzt ganz schnell abhauen, Freunde. Und wenn ihr hier gewesen seid, beim Juwelier direkt hier langfahren. Und Freunde, wir geben Gas. Wir können nämlich ab zum Containerhafen. Ihr könnt hier diesen Weg lang fahren. Über den Kreisverkehr dann. Oder beim Juwelier versucht ihr über das Bahnhofsgelände zu fahren. Und dann über die Bahnschiene. Dann kommt ihr direkt beim Hafen raus. Das ist ein guter Schmuggelweg, um einfach zu entkommen. Wir fahren jetzt hier über die Ares-Tankstelle. Und wir können hier, glaube ich, auch an der Seite einfach lang fahren. Können wir auch einfach machen. Easy peasy. Und dann sollten wir auch hier in der Nähe dabei rauskommen. Hier erwischt einen auch keiner. Dann fahren wir hier links dran vorbei, weil rechts kommen wir nicht lang. Hier rauf. Wir haben noch unsere zwei Bomben haben wir noch vom Anfang. Die sind auch sehr wichtig, damit wir jetzt hier beim Containerhafen erstmal Tag machen können, weil wir sind auf dem Private Server. Das können wir easy machen. Und jetzt gehen wir da vorne hin zum gelben Container, holen die Bombe raus und da ziehen sie natürlich. Auf Private Server hat man natürlich nicht so viel Loot wie auf öffentlichen Servern. Dafür hat man hier aber auch null Risiko. Wir sammeln den ganzen Kram ein, bisschen Geld einsammeln. Das hat sich doch schon wieder gelohnt. Da vorne haben wir Red Bull mitnehmen. Perfekt. So, und jetzt können wir hier nämlich direkt rüberlaufen zum nächsten Container. Den nehmen wir auch direkt mit. Wir haben hier schon gut Beute gemacht. Auf dem öffentlichen Server natürlich immer noch mehr. Auf dem öffentlichen Server kann ich euch auch empfehlen, immer zur späten Uhrzeit oder sehr früh halt zu spielen. Da sind nicht so viele Leute online. Wobei, jetzt haben wir beide Alarme gleichzeitig. Das nehmen wir mit. Dann nehmen wir den Goldbarren auch noch mit. Der ist unser Freund. Der bringt natürlich am allermeisten Cash. Und sehr cool. Das haben wir mitgenommen. 6 Goldbarren haben wir und 9 Juwelier sogar. Und jetzt können wir hier runterspringen. Ist egal. Wir kriegen jetzt ein bisschen Schaden. Das würde ich auf dem öffentlichen Server nicht machen, weil da gibt es halt Polizisten. Ein Private Server ist egal. So, jetzt haben wir das hier ausgeraubt. Und jetzt ist der Play direkt ab zur Ares-Tankstelle zu fahren. Und von der Ares-Tankstelle werden wir dann natürlich auch alles Geld aus der Kasse nehmen, ist ja ganz klar. Hier ist die Ares-Tankstelle und rein spaziert und die kann man natürlich ausrauben, weil wir die einzigen hier auf dem Server sind. Und da fliegt das Geld, Freunde. Ihr kennt das gleiche Spiel. Immer so hinstellen, dass man auch gleichzeitig den Ausgang beobachten kann. Ganz wichtig. Und eigentlich müsstet ihr auch hier euer Criminal Gear anziehen, dann habt ihr noch ein bisschen mehr Leben. Und wenn ihr eine Waffe habt, die direkt rausholen, dann seid ihr immer schon schussbereit, falls jemand kommt. Oh, da war ich zu schnell. Also einmal alles mitnehmen. Und jetzt haben wir die Ares-Tankstelle ausgeraubt. Und wenn man die Ares-Tankstelle ausraubt, dann ist der Toolshop nicht weit, Freunde. Ihr müsst einfach hier einmal rumfahren und direkt geradeaus rüber ab zum Toolshop. Da fahren wir hin und rauben den auch aus. Das macht man immer, wenn man den Toolshop ausraubt, auch die Ares-Tankstelle und andersrum, weil das einfach nah beieinander ist. Raufhauen, ihr kennt's. Und da fliegt das Geld wieder in allen Richtungen. Wir gucken wieder in den Eingang, nehmen das Geld mit, immer schön von
weit weg des Ausgangs. Immer möglichst weit weg vom Ausgang starten und dann möglichst nah zum Ausgang hinarbeiten, je länger man vor Ort ist. Dann hat man nämlich einen kürzeren Fluchtweg, das ist ganz wichtig. Also dieses Ding sammle ich nicht durch Zufall als letztes ein, das war jetzt gerade geplant. So, jetzt haben wir den Toolshop ausgeraubt und jetzt ist es ganz wichtig, dass ihr jetzt noch die anderen Sachen ausraubt. Ihr fahrt hier rum, über den ADAC könnt ihr richtig schön wegflüchten. Da kommt keiner, hier schön, da könntet ihr euer Auto noch heilen, falls irgendwas los ist. Ihr braucht gar nicht hier links rumfahren über den Weg, ihr könnt einfach geradeaus fahren, hier über diesen, an diesem Ding vorbei, rechts abbiegen und da vorne ist die Osso-Tankstelle. Und seid ihr innerhalb von 30 Sekunden bei der nächsten Tankstelle, die könnt ihr jetzt natürlich auch ausrauben. Und ist ja ganz klar, das ganze Geld nehmen wir natürlich auch mit. Hier kann ich gerade nicht zum Ausgang gucken, deswegen sammle ich das als erstes ein. Aber so kann ich wieder zum Ausgang gucken, deswegen kommt das jetzt. Hier habe ich natürlich ein kleines Problem, aber hier geht's wieder. Und so kann ich nicht alles sehen, aber schon genug. Aber wir haben es erledigt, Freunde. Und jetzt geradeaus fahren, denn wir haben nämlich noch jetzt einen fetten Raub über, der immer meiner Meinung nach sogar sehr viel Geld gibt. Wir biegen hier links ab und fahren jetzt gleich durch die Scheune durch. Und dann sind wir bei unserem Lieblingsraub angekommen. Den kannst du auch auf öffentlichen Servern auch machen, wenn da mehrere Leute und mehrere Polizisten online sind. Da wird eigentlich nichts passieren. Hier haben wir einen Farmshop und laufen hier durch und können jetzt hier raufhauen. Easy. So, wir sammeln das ganze Geld ein. Und ihr seht schon, der Farmshop, der bringt viel mehr Geld als alles andere. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ich finde, den Farmshop kann man echt ohne Risiko ausrauben. Da wurde ich irgendwie fast noch nie verhaftet. Und der bringt wirklich immer am allermeisten Cash, Freunde. Wir haben jetzt schon easy peasy, haben wir schon über 20.000 ausgeraubt. Und wir haben 6 Goldbarren. Das habe ich jetzt hier alles mitgenommen. Wie lange war ich jetzt dabei? 10 Minuten oder so, Freunde. Wir steigen nämlich jetzt wieder ins Auto ein. Und jetzt kommt der ganze Twist an der Sache. Ich habe euch ja versprochen, ich erzähle euch, wie ihr 100.000 Euro in einer Stunde verdienen könnt. Ihr müsst nämlich jetzt wieder zur Bank fahren. Ihr kennt das Spiel. Wir stellen uns das Auto einfach hier so hin. Dann laufen wir schon mal los. Hier vielleicht auf dem Weg Criminal Gear ausziehen, weil dann erkennt man euch nicht unbedingt so doll. Dann laufen wir hier durch und jetzt am besten Energy trinken, weil ihr wollt gleich, wenn ihr das da aufgesprengt habt, direkt flüchten können. So, jetzt seid ihr hier und schwupps. Die Bank kann man wieder ausrauben. Ich habe jetzt zwar leider keine Bombe, sonst könnte ich das machen. Aber die könntet ihr jetzt theoretisch ausrauben. Und so funktioniert der Weg hier halt. Ihr geht jetzt aber, weil ich euch was zeigen will, zum Dealer. Wir haben 6 Gold, 9 Dinger. Wir haben gerade 440.000. Verkaufen das Jewelry und das ganze Gold. Und jetzt haben wir auf einmal 12.000 Euro mehr. Und hier unten haben wir 26.000. Wir haben am Anfang sind wir mit 4.000 reingestartet. Also haben wir nach ungefähr 10 Minuten, 15 Minuten höchstens 36.000 Euro verdient, Freunde. Das ist megamäßig OP. Ich habe euch versprochen, ich zeige euch, wie man so viel Geld verdient. Das habe ich getan. Und wenn du mal sehen willst, wie ich in Live-Action richtig viel Geld verdiene, dann schau dir doch jetzt gerne das Video auf der rechten Seite an. Bis dann und ciao.